Wie schaffen wir ein Klima, das für die Sau optimal ist, jedoch die Ferkel nicht vernachlässigt, und ein Klima, was für die Ferkel optimal ist und die Sau nicht vernachlässigt? Wir müssen uns im Abferkelbereich daran gewöhnen, dass wir ein Klima schaffen müssen, das der Sau und dem Ferkel gerecht wird. Ruhig, Kameraden, ruhig. Unser Klimacomputer sorgt in Verbindung mit dem Heiznestfühler und der Abdeckung dafür, dass sich in der Wohlfühlzone der Ferkel auch die Ferkel mit über 3 Wochen noch wohlfühlen. Sie beginnen möglichst schnell wieder das Ferkelnest aufzusuchen und die Sau wird weniger belastet. Na Jungs, fühlt ihr euch wohl? Zuleitung mit ausreichend Querschnitt, mit einer sehr guten Isolierung sorgen dafür, dass die Wassermenge in ausreichender Temperatur an den Regelventilen ankommt. Ein Heizungsverteiler, der abgeglichen werden kann, sorgt ebenfalls dafür, dass die einzelnen Stränge optimal durchspült werden und alle Bereiche gleichmäßig warm werden. Dann wiederum sorgt der Nestfühler für das Regeln des Regulierventils und passt entsprechend die Wassermenge an die Wärmeanforderung an und reduziert auch die Pumpenleistung der Haupthocheffizienzpumpe, um die Stromkosten zu reduzieren. Deutlich im Video erkennbar ist zu sehen, dass auch die hier über 3 Wochen alten Ferkel die Nestzone immer noch aufsuchen und sich mehr im Nestbereich als an der Sau aufhalten. Auch die Zuluftversorgung über die Lochplatten im Kopfbereich der Sau trägt zum Gesamtkonzept positiv bei. Man kann deutlich erkennen, dass sich die Tiere in diesem Fall sehr wohlfühlen. Die Fußbodenheizung sorgt für ein angenehmes Wärmepolster unter der Abdeckung. Die Tiere sind sauber. So sollen die Tiere aussehen und so sollen sie sich auch fühlen. Dann kann man Leistungen in diesem Stall erwarten.